Ich fahre hier jetzt so eine Street Glide Special. Ich hoffe, das Ding piept nicht. Alter. Lecko funny. Gut. Das macht es schon mal nicht. Was muss ich denn hier noch machen? Ah. So. Die hat den Knopf. Geil. Oh, wo sind die Jungs jetzt? Sind die schon weg? Ist der Kollege jetzt hinter mir oder was? Was ist das denn für ein Gerät? Aber ich sitze hier wie auf so einem, weiß ich nicht, wie bei Oma auf dem Sessel. Also auch die Beine so hoch. Huch. Das ist aber schwer, das Ding. Leute, kennen die Strecke noch? Wie ich das erste Mal Harley gefahren bin. Und jetzt fahre ich hier so ein fettes Teil. Ach du meine Güte. Der Sound ist halt übelst geil. Auf dem Teil hier. So, haben wir hier eine Uhr? Weiß ich nicht. Ah, da steht 2 Minuten. Oder was? 0:02. Obwohl mir das gefällt, so hoch. Ey, ist jetzt richtig gerade. Boah, die hat schon mehr Bums als meine, auf jeden Fall. Ich habe Twincam 88, wer weiß, was das hier für ein Gerät ist. Keine Ahnung. Das ist eine Street Glide Special, wahrscheinlich irgendwie so ein aktuelles Modell. Guckt euch den ganzen Koffer mal an hier. Aber, also am Anfang war es zwar ungewohnt, jetzt die ersten Meter, aber dadurch, ich sitze hier mit den Beinen wie im rechten Winkel. Sessel total geil. Und wenn ich ehrlich bin, auch dass die Arme so weit unten sind, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ich sitze jetzt hier unten an der Abrisskante mit meinem Helm. Ich hoffe aber, dass ihr so wenig Windgeräusche mitbekommt, dass das hier läuft. Und dass das erste Mal hier, dass hier auch mal ein bisschen Sprit drin ist. Oh. So, warte mal. Ah, jetzt sehe ich auch mal. Die Umdrehungszahlen. Musik könnte man theoretisch auch hier machen, aber ich möchte einfach nur mal fahren, so ein Teil. Und Leute, wisst ihr, was mir gerade passiert ist? Ich habe meinen Helm geholt, Handschuhe und die Jacke, damit ich hier fahren kann. Und habe gesehen, bei meiner Harley habe ich die Zündung nicht ausgemacht. Natürlich ist die Batterie ratzleer. Da werde ich gleich mal da bei Thunderbike nachfragen, ob die mal was zum Überweisen, sage ich schon, zum Überbrücken haben. Richtig scheiße. Oh, der Sound. Oh, leck mich. Street Glide Special mit, keine Ahnung, was für eine Auspuffanlage. Irgendwas mit Knopf, bestimmt Jekyll und Hyde oder so. Und wenn ich dann nochmal drauf drücke? Ja, dann ist sie ganz leise. Dann, also ich höre hier so gut wie gar nichts mehr. Aber selbst wenn das Ding offen ist, man kann sie relativ leise fahren, aber bassig ist sie halt, ne? So, wie ist das Handling von dem Ding? Ja, ist schon etwas anderes.
Es ist schon etwas anderes als meine. Aber nicht anders oder also nicht ungewohnt. Also nicht, dass ich mich jetzt nicht wohlfühle. Ganz im Gegenteil, ehrlich gesagt. Ja, wohl so viel Bums mehr als meine hat. Also fühle ich jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt hier mehr mich vom Hocker schieben würde. So, vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Gas geben würde auf Drehzahl. Aber jetzt so dieses gemütliche Tuckern? Nö. Aber ich habe jetzt hier auch keine Strecke, wo ich mal Gas geben kann. Ne? Ich glaube, der hinter mir, der Kollege, der auch fährt, der fährt, glaube ich, eine Breakout. Aber das Ding rappelt hier viel mehr als... Alter. Was für ein Gerappel. Also das vibriert ja richtig hier. Du merkst ja richtig was. Den Hubraum hier, ey. Das meine läuft ruhiger. Okay, das Geile ist, ich habe hier eine Uhr. Ungefähr 5 Minuten fahren wir. Wenn man, ja, 4, 5 Minuten, wenn man die 2 Minuten Standzeit abrechnet. So, hier machen wir mal ein bisschen leise. Also ganz ehrlich, ja gut, ich würde den Lenker ein bisschen höher machen. Aber ey, Bremsen ist auch viel, also das bremst schon geiler als bei meiner Harley. Aber du merkst das Gewicht. Du merkst das Gewicht, sobald du Richtung Stand kommst, es ist unhandlicher. Ich dachte, meine wäre schon groß, aber das Ding hier, ah, ich bin richtig außer Atem, weil das auch so warm ist, Leute. Aber es ist immer ein geiles Gefühl, so einen Koffer zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich ehrlich bin und ich Kohle hätte, würde ich mir so einen Koffer auch kaufen. Ach, die lässt sich butterweich fahren. Also du merkst dann schon, wenn ich jetzt vergleiche mit meiner, hier ist schon neuer, moderner. Aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, bei mir mehr so ein Harley-Feeling als, also es ist anders. Es ist so irgendwie so dieses Oldschool-mäßige, was ich halt fahren will. Aber andersrum, der Koffer hier ist gemütlich wie Sau. Der ist gemütlich wie Sau. Gemütlich wie Sau. Wie schnell fahren wir? 50. Leck mich fett. Ist das geil. Das macht natürlich alles auch viel der Sound immer aus, ne? Also hier ab einer gewissen Drehzahl oder Geschwindigkeit macht er hinten wieder auf. Komisch, ne? Irgendwie so ganz kurios. Ah, die bremst schon. Schon moderner als meine, das merkt man schon. Irgendwie finde ich das geil so. Das ist halt gewöhnungsbedürftig, ne? Mit all dem Bums hier. Ach! Was ist das denn hier? Ich krieg das Ding nicht auf! Er fährt gut! Wieso kriegt er mein Visier nicht auf? Was habe ich denn hier gemacht? Ach jetzt, ach! Ja! War versperrt! Also doch, fährt wirklich gut. Muss ich schon sagen. Höher könnte mein Lenker für, der Lenker könnte mal höher für mich, aber ansonsten. Aber ansonsten, also sitzen, Popo geil, aber genauso wie bei mir auch. Nur hier die Fußrasten sind mir zu hoch. Ich finde es entspannter bei mir, da habe ich ein bisschen, so ein bisschen mehr das Feeling,
Nicht die Füße sind nicht ausgestreckt, aber so ein Mittelding. Aber was ich mir hier vorstellen kann, dass das auf langen Reisen deutlich entspannter für die Beine ist und für die Füße. Weil wenn ich hier so, doch, ich habe hier, gut, kann ich jetzt hier bei einer halben Stunden Fahrt nicht großartig beurteilen. Ne? Am Anfang war es ungewohnt, aber doch, nur der Lenker müsste höher für mich. Dann finde ich es geil, wenn es ungefähr so die Höhe hier hat. Obwohl, vielleicht gewöhnt man sich auch dran. Sehr, sehr geil. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Kohle so ein Teil kostet, ne? Also das macht schon hier was aus. Ich merke nur jetzt am Kopf hier, ne, dass ich ein bisschen Wind abkriege, aber so Oberkörper ist recht easy. Also. Mal gucken, ob da geradeaus irgendwo war doch hier so ein. So ein Kreisverkehr. Aber ich glaube, da kommen wir mit der Zeit nicht hin, so weit zu fahren. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir schauen mal ungefähr so bei 15, 17 da nach der Uhr. Werden wir drehen müssen. Weil er sagt, eine halbe Stunde. Ja. Das kann man mal machen. Ist deutlich, also da merkst du sofort, du wirst nicht nach hinten gedrückt von dem Wind, weil der nimmt halt alles weg. Nur der Kopf kriegt ein bisschen was ab. Aber ansonsten, hey, das macht ja richtig was her. Absolutes Reiseteil. Fährst du irgendwo hin, weite Strecken, hast keinen Bock, dich immer festzukrallen, wie ich jetzt mit meinem Finger, der immer noch nicht besser ist. Ich hätte hier drauf gar keine Probleme, ganz ehrlich. Ich hätte ja gar keine Probleme. Hupe ist auch gleich. Da ist immer die Stelle, wo ich fotografiert habe, Leute. Hier ist die Stelle, wo ich, wenn ich hier bei Thunderbike eine Probefahrt gemacht habe, immer fotografiert habe. Genau da auf dem Feldweg. Und nimmt noch auf, perfekt. Ich hoffe, die Technik bleibt so. Aber schön. Doch, ist. Ich könnte mich dran gewöhnen. Ehrlich. Vielleicht kann man hier noch ein bisschen Musik anmachen. Aber da spiele ich jetzt nicht dran rum. Das ist alles so. Was ich hier halt schön. Ah, was ist denn das? Ist das jetzt Tempomat? Nee. Hat das Ding auch Tempomat? Ich weiß es gar nicht. Ja, hier ist irgendwas. Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas passiert da, wenn ich da drauf drücke. Aber was? Keine Ahnung. So, machen wir nochmal. Jetzt ist leise. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Motorrad nicht hören würde, ne? Also es geht auch leise, aber laut. Jetzt machen wir nochmal laut. Ja gut, ihr hört wahrscheinlich nur Wind. Wir fahren fast 100. Doch, das hört man schon. Übelst Weltraum, geil. Ja doch. Oh, oh, ja, ja. Ah, vielleicht schaffen wir das doch bis da vorne, bis zum Kreisverkehr. Ich habe Tempomat an. Ey, Tempomat! Lecko Falli! Wie geil ist das denn bitte? Kann ich jetzt hier Plus machen? Ich gebe mir links Gas. Was ist das denn für ein geiler Scheiß, Tempomat? Wie geil! Ich kann einfach freihändig fahren. So wie die Amis einfach nach hinten lehnen, Bier trinken. Ey, was ist das? Aber wenn ich jetzt bremse, müsste es ausgehen. Ja. Okay, und dann drücke ich da drauf und der hält. Okay. Ja, krass. Ja, geil, da kannst du einfach hier so, kann ich mit euch quatschen. Wie sexy ist das denn? Übelst geil. Übelst geil. Und ausmachen, geht nach unten, ne. Ausmachen, nach links, rechts, ich rechts, glaube ich, ja.
Wie vielen Gang bin ich? Ah, am 6. Ach, der hat sogar Ganganzeige hier. Ja, wir müssten gleich davor, da vorne müsste der Kreis verkommen. Ich habe 5 Gänge, glaube ich, nur, ne? Jetzt, ich bin da, ey, keine Ahnung. Ja, gleich mal. Sehr, sehr. Doch, ich finde das Teil geil. Ich finde es jetzt schon geil. Ich würde sie so nehmen, wie sie ist. Es ist so entspannt hier drauf. So ein richtiger Reisekoffer. Ehrlich. So, sollen wir hier mal drehen oder was? Ja, komm, wir drehen jetzt hier. Siehst du mich? Siehst du mich? Er sieht mich. Ach, da läuft sogar Musik. Da bimmelt sogar was. So, wie geht denn das Gebimmel hier aus? Hallo? Das ist das denn für eine Scheiße? Da ist gar kein Knopf. Ich will das Gebimmel hier ausmachen. Kann ich. Ist das Touch? Nee. Kann ich da irgendwas? Warte mal. Warte mal, da. Ach, keine Ahnung. Der Sound ist geil! Ja, doch, und die hat schon, doch, man merkt es, die hat schon ein bisschen mehr Wumms als meine. Ist jetzt aber nicht so, dass ich nur wegen den Wumms etwas anderes haben müsste. Ganz das im Gegenteil. Der Sound hier drauf ist geil. Den Sound könnte ich auf meiner genauso haben. Was natürlich geil ist, ist die Einbauküche, ne? Also die ganzen Anzeigen irgendwie, hat schon was. Was das Teil da alles kann, keine Ahnung, aber ich denke mal, Navigation wird da drin sein. Solche Geschichten einfach. Aufnehmen tut er noch, perfekt. Dann mache ich die Fahrt an Cut. Hier kommt kein Cut, glaube ich, rein, nur am Anfang, als ich angemacht habe vielleicht. Aber die reine Fahrzeit, wie ich lasse es laufen, dann geht das Video eben. 35 Minuten ist mir egal. Dann habt ihr 35 Minuten Fahreindrücke. Ganz roh, wie ich auf einer Street Glide Special durch die Gegend fahre. Super geil, ehrlich. Das gefällt mir. Es ist super entspannt hier drauf mit 100. So, jetzt machen wir nochmal hier. Oder wie war das? So? Nee. Ja, das mit dem Tempomat habe ich auch drauf. Was ich nicht geschafft habe, ist hier irgendwie das Gebimmel auszumachen. Keine Ahnung. Aber Tempomat beim Motorrad ist auch ziemlich nice. Ich glaube, dafür brauchst du schon ein Einspritzmodell oder was. Ne? Bei mir kann ich es nur mechanisch machen. Aber ist ein nice to have, aber kein must have. Aber ist schon eine geile Spielerei. So, da kann ich in Ruhe hier gucken, wie macht man jetzt hier laut und leiser. Kann ich momentan, nein. Das ist natürlich auch etwas, was während der Fahrt ablenkt, muss ich sagen. So. Wie mache ich denn jetzt hier ganz entspannt laut und leise? Ach, da. Ah, ich hab's rausgefunden. Okay, wir machen mal laut. Ey, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich höre Musik. Ich höre Musik. Was denn? Ist das irgendein Scheiß, aber ich höre Musik? Hört ihr das auch? Tempomat und Musik können jetzt nur der Kühlschrank mit dem Bier hier. Ist das ein Fach für Bier? Wie geil! Na komm, mach mal leise hier, das ist ja peinlich, die Musik. Ja, aber. Hä, was ist das denn? So ein Scheiß.
irgendwie geil. Ich mag das. Ich feiere das voll. Und die lässt sich butterweich fahren. Du merkst während der Fahrt überhaupt nicht das Gewicht. Aber das merke ich bei meiner ja auch nicht. Und so viel Unterschied ist da jetzt ja nicht. Was halt hier ungewohnt war in den Kurven, weil die Fußrasten so hoch sind. Ich muss viel höher mit den Füßen. Aber wenn ich hier drauf sitze, ist wirklich so, als würde ich zu Hause auf dem Sessel sitzen. Oder auf einer Couch oder ungefähr so die Position hat. Einfach sexy, muss ich schon sagen. Wirklich. Muss mal gucken, wie das mit meinem... Ich habe ja auch ein Windschild, ne, was bei der Heritage dabei ist. Ob das auch so ähnlich ist. Sehr, sehr, wirklich sehr, 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 sehr geil. Also... Bitte, lieber Lotto-Gott, lass mich gewinnen, dann kaufe ich so ein Ding. Hinten kommt so ein Koffer für meine Frau dran. Dann kann die sich auch anlehnen, hinten auch zwei Boxen. Vielleicht einen Kühlschrank hinten rein oder wie oder was. Und dann gib ihn. Also, wie geil ist denn das bitte? So, jetzt mache ich so. Nee. Okay, kann ich denn hier auch langsamer? Nee, das war schneller. Langsamer ist nach unten. Ich kann auch einfach. Das ist schon geil. Wo ist der Kollege? Der ist nur da. Jo, habe ich leider jetzt nicht gesehen mit dem Grüßen, aber egal. Mega. Wirklich. Auch jetzt mache ich mal einen Auspuff aus. Einfach mal so genießen. Doch, ich finde es geil. Ich finde es geil. Sie ist auch echt handlicher, als ich gedacht habe. Die vibriert aber deutlich mehr als meine. Irgendwie der Motor, der hat schon mehr Schwingungen. Aber sehr, sehr angenehm. Ich glaube, ich werde dieses Ding oder vielleicht mal die Road Glide zusammen mit meiner Frau hinten drauf fahren. Und dann könntet ihr eigentlich ihre Eindrücke auch hören, weil ich kann ja Dual-Vlog aufnehmen. Das wäre schon ziemlich nice. Das muss ich schon sagen. Ey, also, was ein Klopper, aber ein geiler Klopper, ehrlich. Das ist brutal geil. Richtig nice. Okay, jetzt sind wir zu untertourig zum Gas geben. Das mag die also auch nicht so. Aber... jetzt beim ganz normalen Cruisen merke ich auch leistungstechnisch, also macht es für mich gar keinen Unterschied. Nee. Was man hier merkt, 6 Gänge ist anders übersetzt, wahrscheinlich auch aufgrund des mehr Hubraums und der mehr Power, aber das ist super verteilt, muss ich ganz ehrlich sagen, und so ein Ding holst du ja auch nicht zum Rasen. Also, jetzt machen wir mal wieder den Sound an. Aber 50. Schließ die Klappe hinten. Ah, okay. Bremse ist besser als meine, ja. Und? Hast du auch so einen Knopf? Zum Lauten? Leider nicht. Ach, das ist so geil. Aber Gentle-Reihe? Ich glaube, ja. Hab gar nicht geguckt. Aber hier ist ja ganze Einbauküche. Ja. Hast du auch Tempomat? Ja. Ich dachte gerade, das ist ja wie im Himmel. Das erste Mal Tempomat, nee, das ist so geil. Bei mir? Ja. Ja. Und Anlage, ey, alles drin, ey. Ja, hab ich rausgefunden, man kann ja laut machen. Was ist das? Der Kollege ist auch begeistert von seiner. Das sind auch geile Motorräder. Also irgendwie, ich glaube, es ist fast egal, auf welche Harley du dich setzt. Ich behaupte, bis auf einer Sportster S oder wie das neue Ding da heißt, da glaube ich, wird man es nicht so haben. Aber
Und Nightstar glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das spricht eher andere Kunden an, als die, die sowas fahren wollen. Aber es ist halt ein anderer Kunden beim Sturm. Aber sonst, setzt dir jeden, kannst du eigentlich auf jede Harley setzen und er wird das gleiche Gefühl verspüren. Du bist drin in dem Spirit. Du bist drin in dieser Passion Harley fahren. Das ist das, also, keine Ahnung, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt da draußen. Auch die Leute, die sich niemals eine Harley kaufen würden, aus unterschiedlichsten Gründen, aber für die Leute, die es einfach nur nicht wollen, setzt euch mal drauf, kommt mit den Leuten ins Gespräch und fühlt das einfach mal. Ehrlich, ich war genau so ein Eierkopf, der gesagt hat, niemals kaufe ich mir eine Harley. Und ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen. Ich kann einfach nicht mehr. Soll ich mir auch so einen Koffer kaufen? Das ist nochmal so ein anderes Grinsen, obwohl das Gefühl ist eigentlich das gleiche wie auf meiner Harley auch, aber diese Erneuerung hier, das mit dem Tempomat ist schon ziemlich, ziemlich nice. Der Tempomat hat mich jetzt am meisten umgehauen, muss ich sagen. Und natürlich, klar, die Spielereien, die es hier gibt, ne? Aber einfach, also ich, ja doch. Aber selbst mit geschlossener Klappe hört man die Harley auch, ne? Also, die hat auch so einen guten Sound. Das ist jetzt geschlossene Klappe. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommt, aber auch im geschlossenen Zustand ist das Ding geil. Es ist nicht aufdringlich. Man kann damit gerade hier durch solche Ortschaften durchtingeln. Und was ich geil finde, selbst wenn die Auspuffklappe auf war, sobald du unter 50 km/h fährst, in gewissen Bereichen, schließt die Klappe trotzdem automatisch. So, und jetzt machen wir die Klappe wieder auf. Die ist jetzt eigentlich... Jetzt ist sie auf. Ach, die war sogar auf, die war das Geschlossene. So, jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie auf. Sexy! Sexy as fuck! Lecco mio! Ah, Jokerfest hat sich für mich heute schon gelohnt. Zwei Videos. Mega, mega nice! Nachher sehen wir Ageblocks. Ey, das Ding, das... Also... Es ist auch nicht ganz so unsportlich, finde ich. Also sie lässt sich schon schön fahren. Ich habe jetzt hier keine Angst hier mit meinen 70, 80 oder so. Was jetzt wirklich nicht schnell ist, aber ich habe keine Angst hier irgendwie zu fahren. Okay, hier sind 50, dann halten wir uns auch mal dran. Man weiß nie, wo sie hier gerade stehen. So, und jetzt muss ich mal drauf achten. Ja. Sie wird dann leiser. So, jetzt machen wir mal wieder zu. Der grüßt nicht, der denkt sich, wir sind die bösen Buben. Da ist noch jemand anders zwischen uns. Einfach geil. Meine Fresse. Das ist der gleiche Grinsen, als wenn ich mit meiner Harley fahre. Nur natürlich, hier habe ich den Vorteil, ich kann die Klappe ja aufmachen. Was ziemlich nice ist. Oh. Aber das Fahrverhalten ist halt anders hier bei so einem modernen Ding. Ne? Der ist nach dem Gas geben und so, ich finde, die hält noch so ein bisschen nach, habe ich so das Gefühl. Machen wir das Ding mal wieder zu hier. Das macht einfach wieder auf. Ich weiß nicht, was das Geblinke da zu tun hat. Ich glaube, das hat drei Stellungen. Einmal dieses ganz legal geschlossen, dann so dieses halblegale, dass der ab gewissen Geschwindigkeiten Drehzahlen aufmacht und einmal ganz offen. Oder? War das nur so ein Geblinke als Hinweis? Ich weiß es nicht. Nagelt mich nicht fest, ich habe von diesen Dingern keine Ahnung. Ich hatte nur irgendwie das Gefühl, dass es unterschiedlich ist.
Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde jetzt noch gerne eine Stunde länger damit durch die Gegend fahren. Weil das schon Spaß macht. Und irgendwie doch. Ein bisschen höher könnte der Lenker sein. Ich könnte mich aber auch so damit zufrieden geben. Aber wir sind jetzt auch schon wieder da bei Thunderbike. Wir sind schon wieder da. Lecke mich fett. Also es wird, glaube ich, nur ganz wenige Schnitte geben in diesem Video. Nur, glaube ich, am Anfang und jetzt am Ende. Ah, ist das geil. Ist das geil. Der macht ja bei gewissen Teilbereichen macht er die Klappe so ein bisschen zu. So. Da hinten? Weiter links. Das sind aber eure Maschinen. Das sind ja eure Maschinen hier. Alle? Ja. Das weiß ich nicht. Zwei auf jeden Fall. Ja, die anderen beiden müssen auf jeden Fall draußen bleiben. Wer die anderen beiden sind, weiß ich nicht. So. Die Breakout und die hier. Die anderen beiden. Genau. Der letzte. Ja, nach vorne. Ihr seid jetzt nicht mit der geführten Kurve. Nee, wir waren die letzten Einzelnen. Alles klar. Weiter, ja? Danke. Schön einfach. Jo. Mein Gott. Ja, mit Leerlauf ist hier der gleiche Scheiß, wa? Ah, jetzt. Oh. Hör mal. Direkt durch das Tor rausschicken. Ja, das ist nicht schlecht. Ich brauche eine Überbrückung. Meine Halle habe ich vorhin angelassen. Habt ihr da was? Möchtest du mal meinen Dauer? Was für Moppe das hat? Eine Heritage. Feuer? 2001. Dran. Ja, sind ja nur drei Dinger los, machen Sitz ab. So, machen wir als Abschluss für die Probefahrt. Die mache ich jetzt hier. Ich muss jetzt mal eben kurz meine Harley Batterie vollfahren. Die war nämlich leer. Die habe ich nämlich vor ein paar Stunden, als ich hier ankam, vergessen. Ja, hier Dingens auszumachen, den Knopf da. Und dann habe ich gerade meinen Helm geholt. Weil ich ja die Street Guide Special gerade gefahren habe, habe ich gesehen, dann stand ich da vorne, war ein Bike und die fragen, ey, ist das deins, Licht ist an? Ich so, ja, nee, nee, wer ist denn so doof? Lauf hier hin, Blinker, alles an bei mir. Ich so, ja, geil. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich werde jetzt eine kleine Runde fahren, um die Batterie aufzufüllen und danach geht hier mein anderes Video vom Jokerfest weiter, weil jetzt gleich geht's Konzert hier. Ich weiß nicht, ob da noch viel passiert oder nicht, videotechnisch, aber so. Mal schauen, was da noch so kommt. Man merkt schon, die 20 Jahre oder warte mal, ja, 22 Jahre Unterschied merkt man. Aber der Unterschied ist doch wirklich nicht so groß, wie man denkt. Leute, ja, in dem Sinne, haut rein. Ich hoffe, das Street Glide Special Fahren hat euch Spaß gemacht. Das war mal wieder etwas der besonderen Art. Oh, da hat einer einen Schlüssel verloren. Oha, warte mal, da hat einer einen Schlüssel verloren. Wo liegt er?
Harley-Schlüssel. Dann geben wir mal das Thunderbike ab. Ist nicht meiner! Ah, ich geb den da mal ab! Habe ich jetzt eine neue Harley gewonnen? Scorpi, der Schlüsselsafer. Ja, anhalten kann ich jetzt leider auch nicht. Heißt, ich muss jetzt fahren. So Leute, jetzt aber, nachdem ich den Schlüssel in Sicherheit gebracht habe, ich werde ihn gleich bei Thunderbike abgeben. Und vielleicht guckt derjenige zufällig sogar das Video hier. Ich habe deinen Schlüssel gefunden. Den kannst du dir bei Thunderbike abholen. Ich bin außer Atem, weil ich jetzt hier 5 Meter gesprintet bin. Ja, leck mir am Arsch. Ja, haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Hoffe ich.